Yo, Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Black Gaming. Ja, wie ihr es schon seht, wieder in Roblox, was auch sonst. Ja, hier mal ein komplett anderes Game. Ja, ihr seht schon hier schöne Driftautos. Dieses Spiel heißt Redline Drifting und hier kann man halt driften, was hört man ja am Namen. Und ich würde sagen, ich stecke mal in ein Auto ein. Was war das? Jetzt. Okay, also hier kann man driften. Ich hoffe, der Game Sound ist nicht zu laut. Laute? Was ist denn hier los? Nee, okay, sollte nicht zu laut sein. So, dann würde ich sagen, ja, es gibt hier verschiedene Maps, also ja. Und man geht ins Spiel rein, dann wird man in so, ja, und dann steht dort Play, klickt man auf Play und dann sieht man die ganzen Maps und dann wählt man eine Map aus, dann wird man in so einem, in jede Map ist ein eigenes Spiel sozusagen, wird man auf die Map weitergeleitet und hier gibt es halt richtig verdammt viele Maps und ich habe mir einfach diese mal ausgesucht. Ich kann ja nächstes Video, wenn ihr mehr von diesem Spiel wollt, könnt ihr nächstes Video eine andere Map machen. Und ja, dieses Auto ist übrigens ein, ein Toyota, aber ich weiß nicht welches Modell. AE86, okay. Wie kommt man jetzt hier wieder raus? So. Ja, hier kann man sich auch Autos kaufen, wie ihr schon gesehen habt. Hier kriegt man Money. Ich habe schon 1,5 Millionen. Ist jetzt nicht wenig, aber ist auch nicht besonders. Also, es geht. Also, sagen wir mal, dieses Auto hier hat 86.000 gekostet. Aber ich habe auch noch Porsche, den würde ich jetzt mal spawnen. Oh. So, ich habe noch einen Porsche. Wo ist Porsche hier? Ja, ich habe mir den Porsche Turbo mal gekauft. Ja. Ich bin auch Beta-Tester. Ich glaube, das Spiel ist immer noch in der Beta. Ich weiß es nicht. So. Ja, hier ist mein Porsche. Der ist sehr laut. Ich hoffe, der ist nicht zu laut. So, dann. Ja, ich bin halt auf das andere Auto gekommen. Das vielleicht nicht so gut schon anreden. Game Sound ticken leise, aber ich will echt nicht, dass das zu laut ist. Weil ihr sollt mich immer noch verstehen, deswegen. Ja. Ja, ich kann ja auch noch ein anderes Auto nehmen. Ich habe noch ein paar andere Autos. Aber mit diesem Porsche zum Glück, also der ist viel. Der ist viel sportlicher als der Toyota, der ist auch dieser hier auch deutlich moderner. Aber driften beide ziemlich gut, aber ja, ich bin halt auf den Toyota gewechselt. Aber ja, ich bin ganz gut. Also, ich bin, es ist nicht eigentlich gar nicht so schwer hier zu finden. Also, ja, es ist mit dem Weg. Ja, auf jeden Fall, es ist nicht so schwer hier zu driften. Also, einfach mit, ja, es ist einfach nicht schwer. Man geht selber aus und dann hat man selber ein nützliches Gefühl. Shift gesagt, dann könnt ihr alles hier bei Control sehen. Ja. Und gibt es nicht auch Roblox für die PS4? Ich glaube nicht, oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall dann hier. Ist das überhaupt das so? Ne, das ist glaube ich irgendwas anderes. Ja, egal. Auf jeden Fall, ich habe noch einen BMW. Hier den, diesen ersten. Und ich glaube, mehr Autos habe ich gar nicht. Das Anfangsauto habe ich das hier genommen. Also ich bin mit diesem Supra MK4 nie gefahren. Nicht, weil ich den hässlich finde, ich fand den einfach an den anderen einfach besser. Ich habe glaube ich nur den BMW, den Porsche und den Toyota. Ja, dann würde ich sagen, fahre ich mal den BMW. So, der ist auch ganz in Ordnung. Mit dem bin ich auch oft gefahren früher. Also nicht früher, aber vor ein paar Tagen, so als ich das Game angefangen habe. Ich spiele dieses Game erst seit ein paar Tagen. Okay, hat man gar nicht gehört, wie der Motor angegangen ist. Ja, das Auto ist. Ja, das Auto ist. In dem Auto ist auch echt leicht zu driften. Verpackt. Ah, shit. Maus. Ich wollte dir dieses Game auch mal spielen, das ist echt nicht schlecht.
macht einfach Bock, wenn ihr Autos, ja, wenn ihr so dürfen mögt, dann, es ist auch echt realistisch, also, ja. Und für Leute, die realistisches Drift mögen, wäre das was. Manchmal gibt es so einen Bug mit den Rädern vorne, aber das ist nicht weiter zu sehen. Ja, nächste Folge wird wahrscheinlich wieder Borstas sein. Und auf jeden Fall danke für 50 Abonnenten. Wenn wir die 100 Abonnenten geknackt haben, würde ich sagen, wenn wir das schaffen sollten, wenn ich das jemals schaffen sollte, 100 Abonnenten, mache ich ein Special. Vielleicht auch schon früher, aber ich denke nicht. Ich mache einfach. Ja, auf jeden Fall bei 100 Abonnenten wird es ein Special geben. Vielleicht auch mal früher, aber ich denke nicht. Also ich würde sagen, bei 100 Abonnenten gibt es ein Special. Ja. Ich überlege mir noch was bis dahin. Es dauert bestimmt noch. Weiß ich nicht. Also eine Woche, in einer Woche. Ja, keine Ahnung, es wird bestimmt noch ein paar Wochen dauern. Also ich denke mal, wenn ich noch ein bisschen bekannter werde, wird es bestimmt noch ein Monat, bisschen, irgendwie so 3 Monate dauern oder länger, keine Ahnung. Kommt drauf an. Was ich auch für Videos mache und wie bekannt ich da werde. Auf jeden Fall, wenn ich habe hier noch ein bisschen Zeit zu überlegen. Ich weiß noch nicht genau was. Vielleicht wird es auch mit meinem Game was zu tun haben. Ja, übrigens, mein Game ist gebaut. Aber es gibt ein kleines Problem, nämlich wenn man ins Game geht, dann wird man entweder weitergeleitet oder man wird die ganze Zeit gefragt, ob man so ein T-Shirt für 1000 Robux kaufen will, und das waren wir nicht. Also doch, das waren wir, aber nicht mit Absicht, und wir wissen nicht mal, wie wir das wegbekommen. Also doch, aber ja, auf jeden Fall ist das ein Bug und wir müssen ihn irgendwie wieder wegbekommen. So. Und das ist halt das Problem. Und an der Map brauchen wir aber trotzdem noch fleißig weiter. Ich könnte mal vielleicht Roblox Studio aufnehmen. Aber ich weiß nicht. Vielleicht mache ich das. Dann könnt ihr sehen, wie das Game jetzt aussieht in Roblox Studio. Ja, 5,6 Millionen. Auf jeden Fall. Ich würde euch dieses Game gerne weiterempfehlen. Ich kann euch den Link auch schicken. Oder ihr gebt einfach Redline Drifting ein. Ja, auf jeden Fall nochmal danke, ihr seid echt die Besten. Und ja. Guckt auch gerne auf meinen Discord-Server, der ist auch aktiv. Dort werdet ihr auch immer benachrichtigt, wenn ein neues Update bei meinem Game rauskommt. Also ja, kommt gerne auf den Discord-Server, und dann, ja, würde ich sagen, was mit dem Video. Ich dürfte noch kurz die Strecke zu Ende einmal. Also mit diesem Auto, uff, das Auto ist nicht so teuer und mit dem kann man echt gut driften. Komplett verschissen. Okay. Ja, würde ich sagen, was ist mit dem Video? Kommt gerne in mein Game. Ich werde es auf jeden Fall nochmal mein Game und Discord-Server und so verlinken. Max auch. Und ja, dann würde ich sagen, was ist mit dem Video? Ciao!